Moin zu meinem nächsten Video. Heute mache ich eine Bolognese im Dutch Oven. Und was wir dazu brauchen, zeige ich euch jetzt. Ich habe hier meinen Dutch Oven und ich habe eine große Gusspfanne. In der Gusspfanne mache ich quasi die Bolognese. In dem Dutch Oven, in dem kleinen, werde ich Nudeln kochen. Im Hintergrund hier sind schon ein paar Kohlen, die ich jetzt durchglühen lasse, weil ich hier in dem Smoker auf dem Rost die Kohlen verteilen werde. Quasi als Hitzefläche. Und dann habe ich hier meinen kleinen Außenherd. Für meine Bolognese habe ich Nudeln, passierte Tomaten, habe ich Sellerie, eine Karotte, Tomatenmark, gemischtes Hack, ja, aus der Packung, mir schmeckt es. Dann habe ich verschiedene Gewürze, hier Kräuter der Provence, Knoblauchpulver, Salz-Pfeffer-Gemisch, ich habe hier so eine Steak-Pfeffermühle, bisschen reinmühlen und zwei Zwiebeln. Ich werde schon mal die Karotte, den Sellerie und die Zwiebeln zurechtschnibbeln. Einfach nur klein schnibbeln, in den Dutch-Ofen schon mal rein, warten, dass die Kohlen durchglühen. Und dann kann es weitergehen. So, die Kohlen sind durchgeglüht. Niemals ohne Handschuhe diesen Kaminanzünder, Anzündkamin hier. Anfassen. Dutch Ofen und Pfanne habe ich weggenommen. Jetzt verteile ich meine Kohlen hier. Habe mir noch so eine Zange geholt, einfach nur, damit ich die Kohlen ordentlich verteilen kann. Wird doch ein bisschen heiß. So, die Kohlen liegen. Jetzt lege ich mir meinen Dutch Ofen hier rauf. Ich habe mir vorher im Wasserkocher schon mal 1,5 Liter Wasser reingehauen. Das beschleunigt die Sache natürlich alles ein bisschen und hauen mir da jetzt die Nudeln rein. Deckel drauf, in Ruhe lassen. So, als nächstes habe ich hier mein Gemüse. Kommt direkt auf die Kohlen. Verteile hier nochmal die Kohlen, dass sie auch alle was bringen. Und dann schwitzen wir erstmal alles an. Sobald das Gemüse jetzt ein bisschen angeschwitzt ist, angebraten ist, kommt das Hack rein. Und dann fangen wir an mit passierten Tomaten und die ganzen Gewürze. Wie man sehen kann, das Wasser kocht anscheinend bei einem Dutch Ofen niemals mit bloßen Händen. Entweder mit Handschuhen oder mit so einem Deckelheber anheben. Und da sind unsere Nudeln. Also ich werde das nachher so machen. Normalerweise hat man ja Nudeln auf dem Teller, Bolognese oben drauf und irgendein grünes Zeug noch drüber. Ich mache das quasi, wenn die Bolognese fertig ist, schmeiße ich die kompletten Nudeln mit rein, mache da eine richtig schöne Masse draus und fertig. So, das Gemüse ist angeschwitzt. Jetzt habe ich hier das Hack. Das ist gemischtes Hack. Halb Schwein, halb Rind. Eigentlich nur wegen dem Fettanteil vom Schwein, dass es noch ein bisschen Geschmack reinbringt. Und die braten wir jetzt mit an. Die braten wir mit an. Die Hack braten wir mit an. Das Hack braten wir jetzt mit an. Also ich mag gerne Hack. Bei mir heißt es eigentlich auch nicht Bolognese, sondern Nudeln mit Hacksoße. So kenne ich es von zu Hause. Und sobald das Hack grau geworden ist, durchgebraten ist, kommt der Rest mit rein. Aber man hört es wahrscheinlich auch, sieht es auch, also diese Kohlen, die geben schon echt Hitze unten ab. Normalerweise hätte ich es gerne auf dem Feuer gemacht, aber mir ist langsam das Holz ausgegangen. Von daher, der Smoker macht sich auch echt gut hier als Windschutz und dann geht es gleich weiter. So, die Nudeln sind fertig. Nudeln sind natürlich extrem heiß. Dutch-Ofen lasse ich jetzt so 5 Minuten abkühlen und dann packe ich die Nudeln wieder rein, damit nachher die ganze Soße damit drauf kann. Das Hack ist auch schon fertig. Na, ein paar kleine Stellen haben wir noch hier. Und wenn ich nichts Rosanes mehr finden kann, dann machen wir diese Soße. Dafür einmal die passierten Tomaten.
Kommt noch ein bisschen Tomatenmark mit rein. Ich schätze mal 2 gute Esslöffel. Kräuter der Provence für den italienischen Flair. Salz, Pfeffer, Knoblauch. So, die Bolognese hat jetzt, ich weiß gar nicht, 20 Minuten ungefähr, halbe Stunde vor sich hingeköchelt. Hat jetzt die gewünschte Konsistenz, die ich gerne hätte. Jetzt packe ich den alten Dutch-Ofen, jetzt packe ich den Dutch-Ofen wieder hier mit rein. Mach die Nudeln rein, mach die ganze Bolognese mit rein und dann wird probiert. Und dann kommt die Bolognese. Und das wird gut. So, da ist meine Bolognese. Schön aus dem Dutch-Ofen, wie bei den Cowboys früher. Einfach auf den Tisch stellen. Holzbrett drunter, wenn er noch heiß sein sollte. Und dann los. Ich probiere mal. Bombe. Also, ich meine, draußen schmeckt sowieso alles ein bisschen anders. Besser. Und jetzt so einfach gemacht, ohne irgendwelche Fixtüte. Sonst muss ich ehrlich sagen, war ich früher immer Fixtüte, Hack, Nudeln. Wasser, das war's. Mir hat's geschmeckt. Aber so selber gemacht, das Beste, was man machen kann. Sonne scheint. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie man so einen Anzündkamin benutzt und die Grillkohle richtig anheizt, zeige ich euch nochmal in diesem Video. Ich werde den ganzen Topf jetzt vernichten mit meiner Familie. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, eine Glocke, Klingeling, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Kommentare, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Was ich leider vergessen habe, war der Weißwein. Nachdem das Gemüse angeschwitzt war, normalerweise den Weißwein mit reinmachen, bisschen mit ablöschen, dann das Hack, dann den Rest. Bis zum nächsten Mal.